Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den, ich finde, wunderschönen, ja, Busbahnhof gebaut. Ich habe die Straßenverlauf nochmal nachträglich ein bisschen verändert, dass auch mehr Sinn macht und so schaut es auch viel besser aus, finde ich. Die Busse kommen hier von der Autobahn, hier und hier. Von hier rein in ihre jeweilige Straße, wo die Haltestelle ist. Folgen wir einfach mal, Spiel kurz anhalten. Folgen wir diesem Bus. Spiel geht weiter. Na, fährt er hier entlang, hier ist immer noch Einbahnstraße. Und jetzt geht es auf den Autobahnzubringer über den Busbahnhof drüber. Fährt hier entlang. Blinkt sogar. Cool. Bei Rechtskurven blinkt er rechts. Oh. Ja, der kippt gleich um. So wie der hin und her schaukelt, der Bus. Und ich schätze mal, der fährt hier raus. Jawohl. Das sieht man kurz nicht. Jetzt. Jetzt biegt er hier links ab. Jawohl. Sehr schön. Hat er gut gemacht, der Bus. Genau. Hier das ganze Eisenbahnwirrwarr, das müssen wir gleich noch ein bisschen umbauen. Beziehungsweise ich werde. Das ist gerade unsere aktuelle Stadt. Wir haben noch ein paar Gebiete zum Bebauen. Einmal hier links, sorry, rechts meine ich. Hier oben zwei große Felder und hier unten. Mehr kann ich leider nicht bebauen. Ich habe nämlich alle vorhandenen Flächen schon bebaut. Aber ich schätze mal, beim nächsten Meilenstein. Genau, da bekomme ich nochmal zwei Gebiete dazu. Schon mal sehr gut. Nee. 2 Kilometer mal 2 Kilometer. Jetzt ein Gebiet oder zwei? Flughafen. Monument. Aha. Nee, Schmarrn. Insgesamt sind es zwei Gebiete. So ist es, genau. Eins werde ich dann. Weiß nicht, wo, wo die Gebiete hin mache. Wenn wir wieder zurückkehren in die Stadt. Hier geht es am Berg rauf. Hier ist eher unwirtschaftlich, würde ich sagen. Deswegen eher hier in diesem Gebiet. Und hier oben. Hier steht die Autobahn unter Wasser, oder? Täuscht das? Ne, die Insel steht nur unter Wasser, die Autobahn selbst nicht. Ja, schon mal gut. So. Ich wollte dann den Schienenverkehr, wollte ich ja von hier drüben irgendwie dann hier entlang ziehen, weil hier kommt der Frachthafen hin, beziehungsweise Personenhafen für die Fähren und so. Genau, und dann gehen die Schienen, ich überlege noch, wo die Schienen dann hingehen. Entweder gehen sie dann hier rauf, hier werde ich auch so einen kleinen Stadtteil hinbauen auf dem Berg. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Hier ist ja ganz schön gebirgig. Und dann geht die Schiene wieder hier runter. Die muss dann hier unten anknüpfen. Also quasi, kurze Übersicht, von hier so quer über den Fluss. Dann hier am Industriegebiet vorbei. Hier kommt dann der zweite Güterbahnhof für das Industriegebiet hin. Dann geht es hier runter. Hier kommt der Personenbahnhof hin. Hier, dann hier wird auch noch mehr Stadtgebiet entstehen. Hier oben auch ein kleines Stadtgebiet. Irgendwie, ich weiß nicht, so ein Kreis oder so. Und dann knüpft hier eine Autobahn, geht hier und die Eisenbahn geht von hier dann wieder darauf. So, jetzt habe ich gleich genug, lang genug gequatscht. Oh, jetzt schauen wir auf die Zahlen. Industriegebiete und Gewerbegebiete werden benötigt. Okay, dann reißen wir da einfach mal ein Gebäude ab und kann ein neues entstehen. Beziehungsweise, ein Gebäude ist abgebrannt. Wieso? Wieso brennen die Gebäude mal ab? Ist doch eine Feuerwehr, oder? Hier ist eine große Feuerwehr. 0 von 28. Das ist schon mal sehr gut. Den habe ich immer gerechnet. Sieht auch hier, ist ein großer Gewerbepark entstanden. Wohnpark, sorry.
Ich könnte auch ein paar Sondergebäude hinbauen. Platz der Toten, oje. Shoppingstatue. Was ist das? Krankenhausplatz. Boah, das ist alles so positiv. Was ist das? Transportturm. Kostet 60.000 Credits. Okay, das können wir uns leisten. Einkaufszentrum mäßig. Okay. Aber das ist ganz schön großer Turm. Mal schauen, wo sind die Gewerbegebiete? Hier wäre ein großes Gewerbegebiet. Also groß ist relativ. Da steht hier bestimmt gut Platz. Oder auch nicht. Muss an der Straße stehen. Ach nee, das weiß ich auch. Was ist bereits belegt? Ja, von was denn? Ach, hier ist ein Park. Hier nicht hier? Ah, hier ist die Straße zu vorbei, zu Ende. Hier hat der Platz, aber hier ist kein Gewerbegebiet. Hier sind alle glücklich. Was ist hier für ein Gebiet? Hier ist ein großes Gewerbegebiet, genau. Aber es schaut irgendwie blöd aus, wenn am Ende der Stadt so ein großer Turm ist. Was ist das? Großes Einkaufszentrum. Am Ende der Stadt. Ah, nee. Kolossal Order International, internationales Büro, okay. Offizieller Park. Setzen wir einfach mal hier rein. Na? Hey, Smile! Sind alle glücklich? Was kann der? Kostet 128 Credits die Woche. Hey! Freude beim Geld ausgeben. Okay, würde ich sagen, dann. Hier haben wir eh schon eine Verbindung. Ich schau grad, wie mache ich das? Irgendwie noch hier ein paar Straßen reinkriegen. Das Gebiet. Geht das hier drunter irgendwie? Ah, geht natürlich nicht. Soviel ich weiß, ist laut dem letzten Update sind noch mal ein paar Sachen dazugekommen, und zwar für die Fußgängerwege ein Tunnel, wenn ich mich nicht täusche. Wäre bestimmt cool. Warum kann ich hier kein. Ah, geht doch. Sehr gut. So. Hier die Straße geht auch so leicht in der Kurve. So. Über die Straße drüber, über die Gleise meine ich, geht das. Obwohl wir hier einen Bahnübergang. Ah, das geht sogar. Ah, das lassen wir so. Genau, dann tun wir hier diese Straße noch. Na? Jawohl, schließ mich hier an. Dann machen wir hier einen großen Gewerbepark. So, Gewerbe, 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 überall Gewerbe. Auch neben der Bahn. So, hier und hier und hier. Oh, hier entstehen schon die ersten Gebäude. Sehr gut. Dann hier so eine Art Hauptstraße, würde ich sagen. Hier können wir auch noch ein Gebäude anschließen. Jedoch, hier wollte ich ja die Eisenbahnverbindung nach da oben bauen. Die werde ich dann hier irgendwie bauen, deswegen brauche ich erstmal nur Gewerbegebiete in diesem Bereich. Das muss erstmal reichen. Hier diese nehmen wir auch noch mit, diese Gebiete. Hier oben werde ich, glaube ich, nichts mehr hinbauen. Oder ich überlege, hier ist eh schon etwas gebirgig. Kann ich hier anschließen? Ah, das geht. Hier kommt so ein extra Viertel hin. Na?
Genau. Kommen lauter so kleine Villen hin. Die wohnen alle in der Sackgasse. Direkt neben der Autobahn. Sehr schön. Da würde ich unbedingt wohnen wollen. Ich würde sagen, die sind selbst schuld, wenn sie einziehen. Okay, hier. Was bauen wir hier hin? Ich würde sagen, da bauen wir noch ein paar Bürogebäude hin. Die werden auch dringend benötigt. Hier genauso. Sieht man auch gleich die Nachfrage nach Gewerbegebieten, geht raus Sand nach unten. Ne? So, hier bauen wir noch ein paar Querstraßen hin. Geht das so? Alles geht so. Nee, das geht nicht. Das war ein Block zu weit. Machen wir es so, würde ich sagen. Nee. Ach komm. Bitte. Jawohl, so machen wir das. Und dann nehmen wir das wieder und gerade Straße und ziehen eine gerade Straße von hier nach dort und nach dort. Genau. Wir sollten jetzt rechts so. Hier machen wir jetzt nochmal einen Wohnpark rein. Sehr schön. Ich überlege gerade, soll ich ja noch? Nee, das war ein Fehler. Wir machen weg, wir machen Büroflächen an. Oh, hier ist eine mega Bürofläche. So, schauen, ob die Wasser haben. Oh, gerade gemerkt, die haben kein Wasser. So, die haben jetzt alle Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Scheiß aus, Wasserkapazität. Haben wir noch genügend? Sehr gut. Scheiß aus, Strom. Oh, ui, 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 ui. Ich brauche unbedingt Strom, Strom, Strom. Was bauen wir denn für Kraftwerk? Atomkraftwerk könnte ich bauen. Ich baue lieber ein Sonnenkraftwerk. Hier kommt der Solarpark hin. Bin eher so. Ein bisschen Öko. Also ein bisschen Abstand, würde ich sagen. So ungefähr. Wasser hat er auch. Wasser hat er. Sehr schön. Jetzt haben wir genügend Strom. Jawohl. So muss es sein. Eigentlich könnt ihr auch hier oben. Hier sind die Wasserpumpen. Ja, die werden auch mit Strom versorgt. Ist alles unter Wasser, oder wie? Nee. Hier könnte ich auch nochmal ein Wasserkraftwerk hinbauen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Hier bin ich außerhalb der Baustelle, oder? Geht das? Außerhalb des Stadtgebietes. Ach nee. Hier mein Wasserkraftwerk. Hier unterhalb? Nee, macht keinen Sinn. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal. So, hier entstehen schon Gebiete, sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Straße, die wohl eine Sackgasse ist. Die würde ich gern. Ich überlege gerade, wo baue ich die hin? Mal einen Tunnel draus. Geht das? Jawohl, Tunnel geht. Und der Tunnel, der geht, gehen wir an die Oberfläche. Der Tunnel geht hier rüber. In die Underground. Gehen wir bis dorthin. Und jetzt hier geht die Straße wieder in die Oberfläche. Geht das? Ja, das geht gerade so. Uiuiui. Ich würde sagen, hier geht es wieder in den Untergrund.
Geht das? Jawohl, das geht. Die Straße geht bis. Ne, die Straße. Geh weg. Straße connected hier. Jawohl, passt. Wir haben auch noch so einen kleinen Wohnparken. Direkt neben die Gleise, neben der Autobahn. Wird immer gern genommen, würde ich sagen. Sehr schön. Hier. Oh. Das Fahrzeug dreht hier wieder um. Warum? Ist auch geschlossenes Schienensystem, wollte ich sagen. Wasser haben sie auch alle. Sehr schön. Aber eins werde ich noch machen. Das mache ich weg und das da. Die zwei genauso. Das sind ein bisschen zu nah an die Gleise. Diese genauso. Und die drei ebenfalls. Der Rest würde ich sagen, passt einigermaßen. So schaut es aus mit Strom. Wenn die hier zum Bauen anfangen, dann connecten die automatisch. So, wegen Strom fällt mir noch was ein. Okay, die machen ein bisschen Lärm, diese Kraftwerke. Da ist ja unten rein ein Fluss. Zwei Stück. Dann haben wir auch kleine Verbindungen mit dem Strom. Mit dem Stromnetz, würde ich sagen. Ah, sie drehen sich. Sehr schön. Ich finde die richtig stylisch, diese Stromkraftwerke. Diese. Was sind das für Kraftwerke? Nochmal kurz nachschauen. Fortschrittliche Windturbine. Aha. Warum muss die im Wasser stehen? Weil. Aha, okay. Gut, jetzt haben wir hier hinten das Gebiet, haben wir, ja, wir sagen, erfolgreich besiedelt. Hier entstehen schon wieder neue Gebäude. Hier haben wir noch was. Sehr schön. Dann fehlt eigentlich nur noch, dass hier jemand anfängt zu bauen. Ein paar Busse brauchen wir noch, die wo hier die Straßen befahren. Hier haben wir auch ein Gewerbegebiet, das langsam wächst. Hier das Wohngebiet, ja, wird nicht so angenommen, wie es ausschaut. Hier ist noch alles leer. Wieso? Okay, der Verkehr rollt. Schon mal sehr gut. Ich könnte auch noch. Das ist einfach gnadenlos. Bis daher. Na. Machen wir es so einfach. Ups, falsch. Gewerbe. Und hier haben wir Wohnpark. Jawohl. Okay, das Eckhaus hier, das machen wir weg. Setzen wir Gewerbe hin. Also das ganze Straßennetz macht auch mehr Sinn jetzt, würde ich sagen. Hier die Wolkenkratzer. Nicht schlecht. Jetzt haben wir schon einen Screenshot. So, nee. Ah, hier, die stehen direkt im Berg drin, die Gebäude. Ups. So, F12. Sehr schön. Dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Ich hoffe, in der nächsten Folge fangen die hier endlich mal zum Bauen an. Und ich hoffe, dass ihr auch wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play City Skylines. Macht es gut, bis dann. Ciao.